Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar geht es heute um die Uniscooter-App für die Trittbrett-Scooter. Hier sehen wir zum Beispiel den Trittbrett-Fritz, der hier genau neben mir steht. Gleich werden wir auch noch eine Runde fahren, aber zunächst zeige ich euch die App und halt die Funktion davon. Denn viele kennen natürlich die ganzen Tuning-Sachen vom Ninebot G30. Hier gibt es tatsächlich auch eine Möglichkeit, aber halt nur eine sehr, sehr begrenzte über die Uniscooter-App, die auch noch im legalen Rahmen bleibt. Das ist ja das Wichtigste, dass man den zwar tunen kann, aber es bleibt immer noch legal. Zumindest soweit ich weiß. Allgemein erstmal zu Beginn des Videos wollte ich sagen, dass ich natürlich einen 10€ Rabattcode für die Trittbrett-Scooter habe. Falls jemand von euch halt so einen Scooter kaufen will für ein Trittbrett oder halt irgendwas im Trittbrett-Shop, könnt ihr den sehr gerne benutzen. Das unterstützt halt meinen Kanal und ermöglicht es mir halt auch immer wieder so Testmodelle zu bekommen, wie zum Beispiel jetzt den Trittbrett-Fritz. Hier ebenfalls, denn das ist halt nicht mein Scooter. Ich hätte auch nicht genug Geld, um mir solch teure Scooter leisten zu können. Zumindest nicht in der Anzahl, in der ich die halt brauche für meinen YouTube-Kanal. Und deswegen, wenn ihr da was kaufen wollt, dann könnt ihr halt ein bisschen sparen und könnt dabei auch noch meinen Kanal unterstützen. Angaben sind natürlich ohne Gewähr, da ich hier natürlich nichts verifizieren kann. Aber soweit ich weiß, sollte es kein Problem darstellen. So, und jetzt verbinden wir uns mit dem Gerät. Dann wird sich mit dem Scooter verbunden. Bei den meisten sollte vielleicht das Passwort irgendwie 8x die 0 sein oder etwas in der Art, da einfach viele noch das Standardpasswort haben. Wenn man es ändert, dann kann man es halt natürlich wieder ändern, wie gesagt. Aber ansonsten sollte das so funktionieren. Jetzt habe ich außerdem die Verbindung getrennt. So, jetzt haben wir die Verbindung hergestellt. Gerät ist verbunden, ist jetzt gerade gesperrt. Jetzt sperre ich den wieder. Hier sollte zwar ohnehin niemand kommen, aber falls hier jemand kommt, dann ist er erstmal gesperrt. Ich bin ja auch direkt daneben. Dann haben wir hier, sehen wir, dass wir den Sportmodus drin haben. Erstmal so Funktionen, die wir auch von der Trittbrett-Scooter-App ganz normal kennen. Kann man das Licht an- und ausschalten. Das geht jetzt natürlich nicht, da der im gesperrten Modus ist, wie auch immer. Wir können jetzt aber auch in die weiteren Einstellungen gehen, denn das ist hier das Interessanteste. Natürlich gibt es hier die Details. Das ist immer interessant für meine Videos. Kann ich bei den Steigungstests zum Beispiel zeigen. Aber wir gehen mal in die Einstellungen und hier sehen wir erstmal was Interessantes. Hier steht Geschwindigkeit 25 km/h. Wieso auch immer das hier so ist, das stimmt natürlich nicht. Die Geschwindigkeit sind nicht 25, das sind hier in dem Fall 22 km/h. Aber wenn ich kann hier auch wild rumverstellen, das ändert sowieso nichts. Das bedeutet, das kann man auch mehr oder weniger einfach zum Beispiel jetzt auf 22 packen. Der wird so oder so 22 fahren, also macht das keinen Unterschied. Genauso beim Tempomat-Knopf, der ist hier sogar deaktiviert, also den kann ich noch nicht mal aktivieren. Das wird hier ebenfalls nicht funktionieren. Aber wir können weitergehen und dann sehen wir jetzt solche, den Modus. Ob wir den Kickstart oder den Zero Start haben wollen. Ich persönlich habe den Zero Start drin. Das macht auf jeden Fall so persönlich, finde ich, mehr Spaß. Einfach, da man nicht antreten muss, kann man direkt loslegen. Das ist so ganz gut. Und den kann man, glaube ich, sogar noch ebenfalls per Trittbrett-App einstellen. Aber da muss man schon ein bisschen weiter ins Menü reingehen. Hier ist es ein bisschen, sage ich mal, offensichtlicher gestaltet. Und dann gehen wir mal zu den erweiterten Einstellungen. Und das ist das Interessanteste. Hier sehen wir auch die Geschwindigkeitsbegrenzung, wie gesagt, 22 km/h. So, die kann ich hier auch nicht verstellen. Also kann ich rumstellen, was ich will. Da passiert nichts. Das Wichtigste ist aber hier, Reaktion auf Beschleunigung. Das ändert nichts an der Maximalleistung, die das Scooter ausgeben kann. Wo es einem zum Beispiel zugute kommt, ist bei der Beschleunigung. Steht hier auch, Reaktion auf Beschleunigung. Wenn ich das jetzt auf die 10 packen würde, Standard ist 6, wie man sieht. Wenn ich das auf die 10 packen würde, da würde er einfach direkt volle Power rausgeben. Und das halt auch im Sportmodus, wie auch immer. Deswegen ist das hier auf jeden Fall richtig gut für Leute, die halt in bergigeren Gebieten wohnen oder halt einfach immer der Erste an der Ampel sein wollen. Dann kann man es locker mal auf 10 packen und dann geht das Ding gleich richtig ab. Das werden wir aber auch gleich nochmal im Video sehen. Die Reaktion der Bremse ist vermutlich auf die elektromagnetische Bremse abgezielt. Die befindet sich natürlich im Motor, im Hinterrad. Und ich gehe stark davon aus, das werden wir gleich nochmal testen, dass das tatsächlich die Bremsleistung beeinflusst, wie sehr die elektronische Bremse dann reinhaut. Die ist jetzt hier auf 2 gestellt. Bin ich jetzt mal gespannt, was passiert, wenn ich es später auf 10 stelle. Ob sie dann richtig stark blockiert direkt oder ob sie immer noch so relativ weich ist, so wie jetzt gerade. Natürlich muss ich direkt sagen, die Einstellungsmöglichkeiten sind hier natürlich nicht mal annähernd so umfangreich, wie es bei älteren Versionen vom G30 zum Beispiel der Fall ist. Aber es ist auf jeden Fall schon mal besser als gar nichts, denn damit kann man auf jeden Fall auch schon mal seinen Spaß haben. So, ich bin jetzt beim Scooter, wie man sieht, draußen. Beschleunigung steht auf 6. Ich bin im Standardmodus sozusagen und dann fahre ich jetzt mal los. Kommt kein Auto. So, ja, Beschleunigung ist zwar gut, aber auch moderat. Ist jetzt nichts, ich sag mal, bahnbrechendes. Kennt man so auf jeden Fall. Bleiben wir hier mal stehen.
drücke ich mal zweimal oder einmal, meinte ich eher. Ich verwechsel das immer mit dem Ninebot. So, und jetzt merkt man schon, ja, okay. Hier schon richtig, also die Beschleunigung, die macht auf jeden Fall schon mal was her. Und das muss man hier sagen. Halte ich hier mal an der Seite an. Die ist auf jeden Fall nicht schlecht. Man sieht, ich bin da auch relativ flott auf die 22 gekommen. Klar, das ist jetzt hier ein bisschen unfair, dass hier leicht bergab geht, wenn ich das jetzt ein bisschen bergauf fahre, aber ich kann ja dann noch mal kurz umdrehen oder hier ausprobieren, wo es ziemlich flach ist. Und jetzt stellen wir es einfach mal auf, ja, ich würde mal sagen, einfach direkt auf 10 um und sehen mal, wie sehr der gleich im Sportmodus abgeht. Ja, und man merkt schon, also das ist jetzt nicht viel, viel stärker, also nicht so, wie ich es erwartet habe, nicht, dass es gleich doppelt so stark ist, aber es ist auf jeden Fall stärker als davor, das muss man hier auf jeden Fall sagen. Weil selbst hier, wo es ein bisschen so in die Richtung geht, geht es schon ganz gut nach vorne. Ich kann nochmal hier den Ständer rausholen. Und jetzt können wir nochmal hier auf 3 runtergehen und schauen, wie es da dann aussieht, wenn ich auf 3 bin. Ja, und man sieht, der braucht jetzt ebenfalls deutlich länger, um hoch zu beschleunigen. Die Beschleunigung ist zwar immer noch da, aber die fühlt sich jetzt so an wie im Standardmodus. Wenn ich jetzt einmal umschalte, ja, also im Standardmodus kommt er da halt deutlich weniger aus dem Quark. Man sieht's. Vorhin hatte ich hier schon die Geschwindigkeit schon easy erreicht. Jetzt drücke ich nochmal auf den S-Modus und packen wir mal wirklich Beschleunigung auf 1 und schauen mal, wie es da aussieht. Da muss ich tatsächlich sagen, das hat sich jetzt gar nicht geändert. Das fühlt sich jetzt 1:1 genauso an wie davor. So ganz, ob das funktioniert, bin ich mir immer noch nicht sicher. Muss man das nochmal austesten. Wenn ich das jetzt nochmal auf die... Ah, es ist wieder auf 3 runtergegangen. So, jetzt probieren wir es nochmal. Es war kurz immer noch auf 3, wieso auch immer. Jetzt merkt man das, glaube ich. Oder? Es geht eigentlich. Eigentlich ist es immer noch beim selben tatsächlich. Da habe ich so das Gefühl. Wir können ja nochmal schauen, ob sich das Ganze wirklich umgestellt hat. Ja, es ist auf der 1. Also was das angeht, erweiterte Einstellung, es lädt, es bleibt auf der 1, wie man sieht. War das tatsächlich hier zu 1 oder 3, macht es keinen großen Unterschied. Wenn ich es jetzt aber auf die 10 packe, können wir es nochmal schauen. Das macht einen definitiven Unterschied. Ich weiß, das kommt in der Kamera tatsächlich immer nicht so rüber, wie es ist, aber der reagiert deutlich spritziger. Man muss aber sagen, wenn man den Trittbrett Paul gewöhnt ist, dann fühlt sich der Trittbrett Fritz nicht so stark an, wie er eigentlich ist. Da kann ja tatsächlich, wie man mal in einem Video von den Survival Masters gesehen hat, ein Video von mir kommt dazu ebenfalls noch, wo ich den Trittbrett Fritz mit dem Trittbrett Paul vergleiche, von der Stärke her. Aber tatsächlich hat man da gesehen, dass die tatsächlich ziemlich gleich auf waren. Der Paul war zwar immer noch ein Stückchen stärker, der hat auch respektive 200 Watt weniger als der hier. Der hat 1200 Watt, der Paul hat nur 999, das was ich mal gemessen habe. Deswegen ist das immer noch sehr stark, aber man merkt da auf jeden Fall in dem Bereich, dass der Fritz da nicht so potent ist, wenn man so sagen soll. Jetzt gehen wir mal auf die Reaktion der Bremse, die packe ich jetzt einfach mal auf 10. Man hat davon gesehen, so es bremst halt runter, es verzögert ein bisschen, aber ist jetzt nicht die Welt. Okay. Scheint leicht stärker geworden zu sein. Ja, okay, doch, das ist definitiv stärker geworden. Ich kann ja nochmal hier beschleunigen. Sind wir hier auf 22. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass vorne das Hinterrad komplett blockiert. Aber es ist auf jeden Fall stärker geworden. So, vorher war es so, dass ich sagen muss, dass die elektronische Bremse nicht immer ausgereicht hat. So, die war mir ein bisschen zu schwach. Aber jetzt genau auf dem Niveau, auf dem sie gerade ist, finde ich es eigentlich perfekt. So, jetzt kurz, ganz für eine Millisekunde, war die sogar so ein bisschen, hat sie so ganz leicht geschliffen, hatte ich das Gefühl gerade. Oder ist ein bisschen hinten ausgebrochen. Weil es hier natürlich auch nass ist auf der linken Seite. Aber das ist auf jeden Fall ein Improvement, das jeder machen sollte, finde ich. Also ich finde die allgemein zu schwach eingestellt, aber jetzt, nachdem sie stärker gestellt wurde, ist das Ganze auf jeden Fall deutlich besser. Also jetzt braucht man auch die Trommelbremsen nicht immer zu benutzen. Das finde ich auf jeden Fall besser, weil die nutzen sich allgemein recht langsam ab. Also Trommelbremsen im Allgemeinen Fall, aber
Ich meine, wenn man es komplett sparen kann und auch noch Strom zurückkriegt, wieso nicht? Und hier sieht man, das macht definitiv Sinn. Meiner Meinung nach. Stellen wir uns mal hier wieder hin. Also, da muss ich auf jeden Fall sagen, bei der Bremse hat es sich zu 100% gelohnt. Bei der Beschleunigung muss man sagen, es macht jetzt nicht so einen riesigen Unterschied, wie die Zahlen vielleicht einen denken lassen. So, dass man von 6 auf 10 hochsteigt, dass die dann auf einmal fast doppelt so stark ist. Das stimmt definitiv nicht, das haben wir gerade gesehen. Aber man muss schon sagen, dass es bei der Bremsleistung auf jeden Fall Sinn macht, die hochzustellen. Und bei der Beschleunigung, ja, wenn man vielleicht in bergigeren Gebieten wohnt, dann wird es schon einen Unterschied machen, ob man da halt eine Sekunde länger braucht oder weniger. Das kann schon gut sein, weil da verzögert sich ja das Ganze von der Zeit her und dadurch dauert es halt länger, einen Berg hochzukommen, beziehungsweise im Berg zu beschleunigen. Das kann schon Sinn machen. Aber andererseits muss man halt sagen, das verbraucht dann auch wieder mehr Akku, was halt dann auf die Reichweite geht. Und das ist dann vielleicht auch nicht so positiv für einen Zeitgewinn von vielleicht einer Sekunde. Wenn man es jetzt so ganz grob sagt, wahrscheinlich ist es sogar noch weniger. Und deswegen muss ich sagen, bei den Beschleunigungswerten macht es nicht so einen großen Unterschied. Ich glaube, man hat auch vorhin ganz leicht gesehen, dass er auch die Leistung ein bisschen doch limitiert hat. Also man kann die Leistung zwar nicht weiter höher stellen, als sie schon ist, wenn man die auf 6 hat, aber die Leistung scheint auf jeden Fall so minimierbar zu sein, wenn man den halt runterstellt, dass der dann halt ein bisschen weniger Gas gibt und auch vielleicht ein bisschen weniger Leistung raushaut. Wobei das beides ja zusammenhängt. Also wenn er weniger Gas gibt, gibt es auch weniger grüne Balken auf dem Display, die halt symbolisieren, dass der halt Leistung rausgibt. Also macht das doch hier eigentlich so vom Ding her alles Sinn. Und ja, das war's von meiner Seite aus zu der Uniscooter-App. Man muss halt sagen, ja, es gibt halt nicht viele Einstellungen, die man hier machen kann. Wie man sieht, Lichteinstellungen, Umgebungslicht, sowas hat der Fritz alles nicht. Das würde hier wahrscheinlich auch deaktiviert sein. Hier Sportgeschwindigkeit steht da für 25. Der ist aber gerade keine 25 gefahren, das hat man ganz klar gesehen. 31 wird er hier jetzt auch nicht fahren, deswegen kann man das hier auch vernachlässigen. Das Einzige, was hier wirklich Sinn macht, sind die erweiterten Einstellungen, da halt die Reaktion auf die Beschleunigung hochstellen und vor allem die Reaktion der Bremse. Das macht auf jeden Fall hier Sinn. Kann ja nochmal spaßeshalber Geschwindigkeitsbeschränkung. Machen wir es einfach mal hier auf 60. Ja, jetzt haben wir die auf 60, hat sich direkt wieder zurückgestellt auf 21,8. Das kann man hier auf jeden Fall nicht verstellen. Und ja, das war es jetzt so mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen, gefallen, wie auch immer. Und bis zum nächsten Mal.